Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Hör mal, merkst du das, dass auf dem Stuhl, auf dem du da sitzt, gerade noch Dortmunds Oberbürgermeister gesessen hat? Wieso? Ist der rot angehaucht oder was? Was? Da ist schon SPD, Mann, Dortmunds Oberbürgermeister. Und du hast recht, es ist ein roter Stuhl. Aber der hat auch ein schwarzes Sitzkissen. Also so. Gott sei Dank. Oh, höre ich da was durch bei dir? Nein, du hörst nichts durch. Ja, wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, weil ansonsten wird uns wieder vorgeworfen, mein lieber Michael. Wir würden über alles Mögliche reden, nur nicht über Fußball. Zu Recht, ja. Zu Recht, nein, ich wollte sagen, zu Recht würde es uns mal, ja, alles Mögliche kann man nicht sagen. Aber hier und da schweifen wir ja schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Ne? Ein bisschen, ja, wir könnten jetzt über Annalena Baerbock und über Olaf Scholz. Über das Bärböckchen? Oh, das ist aber böse. Wieso? Über das Bärböckchen, das ist unsere Außenministerin. Ja, das habe ich nur zitiert. Ja, das fand ich nicht, fand das, deswegen kann ich das. Ach ja, pass auf, es fängt wieder lustig an, aber ehrlich gesagt, wollte ich gar nicht lustig anfangen. Ich wollte mich, eigentlich wollte ich mich ehrlich aus tiefstem Herzen bei unseren Zuhörern entschuldigen für die letzte Woche. Und ich nehme für die Leistung des BVB oder was? Da muss ich mich nicht für entschuldigen, aber nein. Ja. Also schuld bin ich. Also ihr habt nicht ganz zu Unrecht bemängelt. Aber mit netten Worten, Gott sei Dank, dass das letzte Woche nur 25 Minuten gedauert hat. Ich sage euch den Grund. Ja, der Grund war natürlich nicht mein Satz zum zweiten, aber da komme ich gleich nochmal zu. Nein, der Grund war ganz einfach der, dass ich am Mittwoch noch einen Termin hatte in Dortmund. Ja. Und um meinen CO2-Abdruck etwas zu minimieren, wollte ich nicht Mittwoch und Donnerstag nach Dortmund die lange Strecke fahren. Ja, ja. Und hab Mattes gefragt, ob wir es hinkriegen. Ja, er hat dann gesagt, machen wir. Was ich natürlich nicht wusste, dass wir nur ein ganz enges Zeitfenster hier im Studio hatten, was am Mittwoch nicht so lang ist wie am Donnerstag. Siehste. Und deswegen habe ich das Ding verbockt. Ja, aber ich muss gleich nochmal. Also, aber das mit deinem CO2-Fußabdruck, das ist ja der Wahnsinn, dass du an sowas denkst. Ja, ich bin schon sehr umweltbewusst. Ja. Aber du hast doch von deinem ollen Diesel, hast du doch den Cut abgeschraubt, oder? Gut, ich muss dieses Auto fahren. Du weißt, ich wohne im Wald, da braucht man halt einen Geländewagen. Immer wenn ich hinter dir herfahre, muss ich die Scheibenwischer anmachen. Es ist immer alles schwarz. Ja, komm, so schlimm ist es auch wieder nicht. Nein, aber lass mich nochmal auf die. Ich habe ja diese fahrscheinliche Begründung letzte Woche dann für diesen Mittwoch-Trip geliefert. Dass wir zwei am 2.2.22 und so weiter. Und da hat sich auch gleich hier unser Dauerhörer, auch Adrian, der Hallo, grüß dich, zugeäußert und hat noch geschrieben, Schulz, du alter Romantiker, es musste unbedingt der 2.2.22 sein, haha. Und dann hat er echt witzig, finde ich, ihr hättet ja auch nach 22 Minuten, 22 Sekunden aufhören können, ja? Ja. Ist gut, hätten wir machen können. Mhm. Aber Arian, du warst wahrscheinlich über diese echt witzige, über diesen witzigen Kommentar, hast du dich selber so gefreut, dass du überhaupt nicht gemerkt hast. Und übrigens, Mattes hat es auch nicht gemerkt, dass ich total gefaked habe. Ich habe nämlich gesagt, dass wir uns am 2.2.22, wir zwei uns treffen. In Zweisamkeit. In Zweisamkeit, um den 22. Spieltag zu besprechen. Und niemand von euch, hat's gemerkt. Niemand. Hat's gemerkt. Weder Mattes, noch einer von euch, lieben Zuhörern, hat's gemerkt, dass es der 21. Spieltag war. Ich musste diesen Satz ein bisschen faken. 21 passte da nicht so richtig rein. Mhm. Also nächstes Mal noch genauer hin. Aber Adrian hat aber auch schon geschrieben, habe ein richtig mieses Gefühl für das Spiel gegen die Pillendreher. Ja, das hat er geschrieben. Das hat er mir auch geschrieben. Also Adrian, du solltest diesen Podcast machen, weil du hast wenigstens Ahnung. Ja, wir haben gedacht, meine Güte, das kann doch also, ne? Also das war schon echt ein ganz, ganz fürchterliches Spiel. Ich gucke gerade mal noch über die Kommentare. Was war das bitte für ein Spiel? Das tut einfach nur weh zu sehen. Dortmunder 1980, sei uns gegrüßt. Weder so viele Gegentore, der Kobel ist die ärmste Sau, der bekommt mehr Gegentore als in Stuttgart. So kann es doch nicht weitergehen. Was meint ihr? Liebe Grüße von Manuel. Manuel versteckt sich hinter der Dortmunder 1980. Ja. Eifriger. Kommentator. Aber immer mit fundierten Aussagen auch. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen natürlich über diese komische Performance, über dieses fürchterliche Fußballspiel. War das überhaupt ein Fußballspiel? Kann man eigentlich nie sagen. Also über dieses fürchterliche Spiel des BVB gegen Bayer Leverkusen sprechen. Jetzt komm du mir nicht wieder mit dieser Geschichte. Ist manchmal so und manchmal hast du Beton in den Beinen.
Nein, Beton in den Beinen. Gehen wir das mal so ein bisschen chronologisch durch. Ja. Das war ja dieses Spiel, das Spiel fand ja statt nach dieser zweiwöchigen Pause, in der ja Marco Rose. Ja. Achso, habe ich eigentlich schon gesagt, der muss weg? Kannst du gleich noch sagen. Das schreiben wir jetzt, schreiben sie schon überall. Nicht direkt so, aber so ungefähr. Völlig zu Recht. Schreiben die das? Nein. Ich beziehe mich jetzt auf den angefangenen Satz mit der Pause. Ja? So, okay. Also in dieser Pause hat Marco Rose völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass er die nutzen wird, um endlich mal vernünftig defensiv verhalten und Zweikämpfe vor allen Dingen zu trainieren. Hat ja wahnsinnig gut geklappt. Das ist das andere Problem. Dafür kann wiederum Marco Rose nichts sagen. Der Ansatz ist völlig richtig. Ja. Ich muss allerdings sagen, aus eigener Erfahrung, ja, wenn man bestimmte Dinge konzentriert angehen will, weil sie halt fehlerhaft sind. Und beim BVB ist ja nicht nur jetzt kurzfristig, das geht ja über Jahre schon so, die letzten Jahre. Ja. Und man konzentriert sich auf sowas, dann kann das durchaus, ich sag mal, zu Irritationen im Spiel führen. Das, ich kenne das, ja, weil dann willst du als Spieler alles umsetzen. Du willst das oben, also du denkst, ah, die Laufwege und da, was muss ich da machen? Und dann geht auch alles in die Buchse. Oder muss nicht, aber kann, ja. Also das kann schon auch eine Zeit dauern. Das ist jetzt nichts, was jetzt unbedingt von heute auf morgen funktionieren muss. Also das will ich jetzt mal als Entschuldigung vortragen. Denn also man kann den Jungs nicht vorwerfen, dass sie nicht gewollt hätten. Selbst wenn man die Statistiken anguckt, sind sie übrigens in jeder Statistik, außer bei geschossenen Toren, sind sie in dem Spiel besser gewesen. Zweikämpfe, ich glaube 53-47%. Das nützt dir natürlich nichts, ne, wenn du die wichtigsten 3, 4, 5 Zweikämpfe verlierst. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber ich will schon sagen, also das... Man muss, er hat, also fangen wir mal an, Marco Rose hat völlig recht mit der Erkenntnis. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was fehlt in dieser Truppe ist... Intelligenz. Das hast du jetzt gesagt. Ist dieser bedingungslose Wunsch, einen Zweikampf zu gewinnen. Ja, und der sieht anders aus als das, was die Truppe macht. Bei den meisten Spielen spielt es keine Rolle, weil sie derartig überlegen sind. Richtig. Ja, von ihrem Talent und von der Spielweise und auch natürlich von den erzielten Toren. Dass es eben im Grunde ja immer noch zu einem recht passablen Ergebnis reicht. Aber gegen die Großen oder gegen eine gute Truppe wird es eben jedes Mal eng. Oder wenn sie es unterschätzen, eben gegen diese vermeintlich leichten Gegner. Es passt einfach noch nicht. Und das daran zu arbeiten, ist genau der richtige Weg. Ja, also du machst aber auch in 2 Wochen aus einem Mathe-Deppen keinen Einstein. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. So? Würde ich jetzt mal behaupten. Also, und dann guck dir, wir haben ja im Vorfeld auch natürlich schon drüber gesprochen, wir haben uns auch rund um dieses Spiel, ich glaube, das Spiel war noch gar nicht abgepfiffen, da haben wir uns lustige Nachrichten hin und her geschickt. Defensivverhalten. So, dann gucken wir doch mal auf ein paar Spezialisten und fragen uns, haben diese noch alle? Meinst du meinen Lieblingsfreund? Also du hast ja mehrere Lieblingsfreunde, aber wir haben einen gemeinsamen Lieblingsfreund. Wer ist das denn? Das ist Thorgan Hazard. Nein, das ist dein alleiniger Freund gewesen, aber ich schließe mich jetzt teilweise an. Ja? Ja, ja. Also Thorgan Hazard, da hat mir der Michael wunderschöne Screenshots geschickt, also ne, Bilder quasi im Zeitraffer, wie der in der Mauer steht. Beim 3-1, bei dem Freistoß. Ja, das Wichtigste schützt, was ihm heilig ist, oben und unten. Ja, also Kopf und. Ne, mit den Händen? Ja. Also, er hatte die Hände als einziger von den 4 Spielern, die er stand, zwischen den beiden großen Zehen. Ja, genau. Aber, also da geht's los, da weiß ich jetzt nicht, ob der Trainer, also schon den dahingestellt hat. Wie kann ich Thorgan Hazard mit einer Körpergröße von 1,75 ja, und ein offensichtlich, sagen wir mal, wie soll ich sagen, wenn man die Zehen sieht, Schisshase, ja, wie kann ich den bei diesem Freistoß innen in die Mauer stellen, wo da eigentlich größere Leute stehen müssen, weil er konnte nur eigentlich über die ersten Beine, also da muss man die Mauerseite eigentlich wechseln, hat einen bestimmten Winkel, egal. Jedenfalls, der andere Riese da, 1,96. Zagadou, ja, der war überhaupt nicht da zu sehen. Ich weiß nicht, wo der da gestanden hat. Also es gab ja eh nur die Chance auf einen Direktschuss. Da muss ich natürlich die Riesen da reinstellen. Und zwar an die Stelle. Und der, ich weiß nicht mal, jetzt habe ich fast bongoretisch gesagt, Meunier war ja, der ist als einziger, übrigens als E-Größter, als einziger hochgesprungen. Ja. So. Wie ist das denn normalerweise? Sagt der Trainer vorher, pass mal auf, das ist ja auch Teil des Trainings, natürlich Freistöße und das Verteidigen von Freistößen, da wird doch klar sein, wer in so einer Mauer steht. Ja, normalerweise stellt der Trainer die Mauer, ja, absolut. Deswegen sage ich, das ist das Einzige, was ich wirklich, wo ich sagen kann, Mensch, Marco Rose, ehrlich, boah.
Also nochmal, wer Lust hat, guckt euch das Spiel an. Es gibt eine wunderbare Einstellung. Sichtweise aus Schützensicht. Siehst du, der läuft an, da steht der Dorngas. Eine Hand hat er fragend am Kinn nach dem Motto, schießt er nicht. Ja. Und eine Hand hat er zwischen den Beinen. So, und jetzt der nächste Screenshot von mir, ehrlich. Sag mir, wenn es nicht stimmt. Doch. Der Schütze holt aus. Mhm. Ja? Da springt er nicht hoch oder irgendwas? Nein. Er geht ein bisschen in die Knie, habe ich das Gefühl, dreht sich schon weg. Ja. Vor Angst getroffen zu werden. Ja. Wenn ich Trainer wäre, ich würde das sehen, dann würde ich das nächste Training, würde ich so eine Pappmauer aufstellen und Thorgan Hazard als einzigen daneben und dann würde ich die ganze Truppe schießen lassen. Ey. Oh, doch ehrlich. Das ist ja wie beim Vorortclub, da gab es immer für die Verlierer Popo-Schießen. Ja, das mache ich beim Kindertraining oft, dann macht Spaß. Also, oh, da kriegst du aber Ärger mit den Eltern. Leute, aber wenn ich sowas sehe, in so einem Spiel und es steht 2-1, ja, dass ein Spieler sich in der Mauer stehend wegdreht, ja, bevor der überhaupt schießt. Das ist unfassbar. Da würde ich durchdrehen als Trainer, ne? Aber gut, du siehst, ich erreg mich. Kannst du auch. Ja, jetzt erreg ich mich über den nächsten Fall. Ja, mach dann mal. Axel Zagadou. Ja. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, bei der Nummer da. Der war lange verletzt, dem fehlt der Rhythmus, dem fehlt die Spielpraxis. Gut, da muss ich natürlich auch als Trainer, ich bin nicht beim Training dabei. Ich weiß nur, wann immer dann Axel Zagadou gespielt hat, hat der irgendwie ein, zwei Böcke geschossen, aber richtige Böcke. Mhm. Oft zu Toren, oft mit Glück kein Tor. Sag mir, wenn ich was Falsches sage. Nein, also, das ist richtig. Er hat immer so, ich meine, ich habe auch immer mal so ein Ding drauf gehabt, aber Gott sei Dank irgendwie habe ich es dann mit dem Schuss, mit dem Ball ins Aus, habe ich das dann irgendwie wieder hingekriegt. Aber der macht ja Dinger. Wie kann der an dieser Stelle unter Druck, nicht wissend, was hinter ihm ist, dribbelt der als in Anführungsstrichen letzter Spieler nach innen. Das lernst du normalerweise in der E-Jugend. Ja? Und da musst du nicht mal in einer besonders guten spielen, dass du als Verteidiger, wenn du nicht weißt, was da abgeht, nicht blind nach innen dribbelst. Und dann nimmt er seinen rechten Fuß, den er, genau wie ich, nur hat, um nicht umzufallen beim Laufen, ja. Und will mit, ich weiß, hast du gesehen, wo wollte der den überhaupt hinspielen? Ich habe keine Ahnung, aber er spielt ihn in die Mitte. Ja, es gab, aber da, wo er hing, es war keine Chance, den Ball irgendwie vernünftig. Ja. Also wenn ich unter Druck bin, ich weiß nicht, dann kicke ich raus. Die Nudel ins Aus im Notfall. Ja. Alle mal besser als nach innen. Also das lernst du in der B-Jugend. Und da macht er dieses Ding nach innen, ein paar unglücklichen Schuss. So. Alle weg. Und jetzt kommt beim 3-1, das hat ja auch noch keiner, bei diesem Konter. Erstmal ist, wie kann es sein, dass ich in Unterzahl beim Konter, das ist natürlich das, was eigentlich wahrscheinlich in den 2 Wochen trainiert worden ist. Mhm. So, da fehlt ja ein oder zwei defensiv denkende Leute. Wir haben oft unseren Freund Modahu, haben wir natürlich gelobt, weil er auch oft wirklich gut gespielt hat, aber er ist eben kein defensiver Sechser. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, hat ja auch das Foulspiel auch vor dem Freistoß gemacht. Jetzt spielst du in Unterzahl. Und jetzt gucke ich wieder auf dann Axel Zagadou. Der läuft zurück. Und ich weiß gar nicht, also es sah nicht aus wie Sprint. Er hat jedenfalls den Außenspieler, der Leverkusener, der den Ball am Fuß hatte, den hat er nicht überholt. Er hat sogar, wenn ich das richtig beobachtet habe, so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Und hat nicht den Weg zu dem Mann gefunden oder den Weg vor ihn, um den Winkel für einen Pass vors Tor zu verkürzen. Und dann spielt er diesen Pass und da kommt so ein, Sprittchen. Ja. Junge, da muss ich mich reinhauen, ja, um den Ball zu verteidigen. Der macht dann Schrittchen. Da gehe ich kaputt. Also wenn das jetzt hier, was weiß ich, einer von den Jungs da vorne gemacht hätte, würde ich sagen, ja gut, der ist halt kein Verteidiger. Aber als gelernter Verteidiger muss ich versuchen, jeden Ball irgendwie abzuwehren, ja, und mich da nicht hinstellen und so ein Tanzschrittchen zu machen, um an dem Ball vorbeizuhauen. Wer ist eigentlich auf diese komische Idee gekommen, vor der Saison Thomas Delaney zu verkaufen? Ja gut, das ist eine andere Geschichte, weiß man nicht. Ja, also, ne? Ja, aber ich meine, Axel Witzel, tut mir leid, das ist ein erfahrener Spieler. Ja, aber das ist doch keiner. Entschuldige, es geht darum, stelle ich einen Axel Zagadou, wo ich auch nicht, also ich weiß ja nicht, vielleicht hat er ein Training super drin, das wissen wir alles nicht. Wir waren nicht dabei, vielleicht gab es gute Gründe, ihn aufzustellen. Mhm. Ja, das wissen wir nicht.
Aber jetzt mal grundsätzlich, wenn ich weiß, er hat wenig Spielpraxis, war verletzt, ist noch nicht so richtig fit und so, dann stelle ich lieber einen Axel Witzel dahin. Ja? Oh. Ich glaube, dass der mehr Ruhe ausschreit durch seine Erfahrung und so weiter, ja, als einer, wo die ganze Mannschaft weiß, buh, der hat immer so ein Ding da drin. Ne? Also das sind so Sachen, na, da kann ich, das kann ich jetzt vielleicht, das kann man nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ne? Und ja, und dass die Mannschaft da durcheinander war, das hat man gemerkt, wie gesagt. Aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie es nicht irgendwie versucht hätten. Nein. Also das finde ich immer schon, das sollte man ganz fein unterscheiden, ja. Ob so eine Truppe so einen überheblichen Kick hinlegt, ja, oder ob sie trotz aller Bemühungen einfach einen Scheiß zusammenspielt. Und das war definitiv der Fall. Also die haben schon versucht, ne? Aber diese ganze Defensivgeschichte scheint die ein bisschen verwirrt zu haben. Also, man kann ihnen das nicht vorwerfen, aber auf der anderen Seite ist man als Zuschauer und Beobachter dann doch wieder enttäuscht davon, dass bestimmte Spezialisten, jetzt haben wir die Defensivprobleme angesprochen, bestimmte Spezialisten aber auch nicht so den Eindruck erwecken, dass sie mal richtig mit einer Energieleistung vorangehen würden. Also was ist denn, wenn da vorne der Haaland fehlt? Als natürlich wahnsinnig guter Stürmer und auch als Anspielstation, aber eben auch als einer mit einer absoluten Physis und Energie. Und dann guckst du dir den Kapitän Marco Reus an. Und fängst du auch schon an, Reus rumzumeckern. Ja, der hat Wahnsinniges geleistet, richtig. Aber ich finde, dass der sich irgendwo immer bemüht, muss man ehrlich sagen. Natürlich ist er bemüht. Das sieht man schon mal an und ja, nervt auch das Julia, auch. Auch Julian Brandt ist total bemüht. Ja, aber stets bemüht ist eben auch so eine Nummer. Ein paar von unseren mir geht's dann Zuhörern auch nicht, da haben ja immer mal wieder so auf Reus rumgehackt. Mir geht's nicht um das Thema Mentalität, sondern mir geht's an der Stelle, die werden nicht anders können, so in so einer Situation. Also, ja, da fehlt dann wirklich irgendwie so dieser, jetzt sind wir ja hier schon wieder in der Sprache des Impfens, aber mir fehlt der Top-Booster, mir fehlt so dieser Knopf und jetzt mal Energie rein in die Truppe, jetzt muss mal einer was vorleben, absolut, jetzt muss mal einer absolut vorangehen, ja, also die Leben rein in die Nummer. Das ist wohl wahr, ja. Also, wenn das Marius Wolf alleine regeln soll, der dann nach 45 Minuten gekommen ist. Von dieser Sorte Spieler sind tatsächlich, wenn so ein paar ausfallen, zu wenig da. Da gebe ich dir durchaus recht. Gut, da kann jetzt weder Marco Rose noch sonst jemand was dafür. Und Marco Reus ist dann halt so. Ist nicht der Lautsprecher. Aber er gibt schon Zeichen. Der rennt auch, wie oft er im eigenen 16er auch verteidigt und so. Also ich weiß nicht. Ich meine, so ein Nuri Sahin hat immer mit den Armen gerudert, hat auch nicht geholfen. Ich will das nicht verteidigen. Und vor allem, wenn man diese Chance sieht, ja, an diesem Spieltag, wo alle Mitkonkurrenten um die Champions League Federn gelassen haben, dachte ich, ey, super. Die können jetzt nicht nur den Druck auf Bayern weiter aufrechterhalten, sondern können praktisch auch wie Bayern Ostern die Meisterschaft, kann der BVB dann ganz entspannt die Champions League Quali feiern. Ja, scheiß was. Ich meine, die haben immer noch genug Vorsprung, aber statt 10, oder wir haben jetzt 10, glaube ich, ne, wären es 13 gewesen oder so. Das darfst du nicht vergessen. Aber nochmal, ich will die Truppe nicht entschuldigen, aber Punkt 1. Diese zwei Wochen, ich sag mal, Defensivtraining, ne? Das kann schon sein. Ehrlich, ich habe das selber auch erlebt, wenn es irgendwie so läuft und der Trainer will was implementieren in so eine Mannschaft. Ja. Vielleicht haben die es auch einfach nicht begriffen. Vielleicht können die es nicht umsetzen. Weiß man nicht. Also auf jeden Fall, vielleicht willst du es umsetzen und dann hast du ein paar Aussetzer. So. Dann kommen diese unfassbaren Einzelfehler dazu, ja, diese wirklich. Und ja, dann macht's auch bumm und dann ist vorbei. Ja? Also das muss man auch sagen. Also da kannst du, also das passiert in den besten Truppen mal. Ne? Also es gibt auch Erklärungen dafür. Aber natürlich müssen wir auch sagen, wenn der BVB den Anspruch hat, mal da ganz, ganz oben zu sein. Das ist ja die nächste spannende Frage. Ja, aber wir müssen mal feststellen, wir sind immer Zweiter. Ja. Also jetzt sind wir wieder Zweiter mit Abstand. Die haben ein super Punkteverhältnis, haben tolle Spiele hingelegt und auch defensiv haben sie in manchen Spielen, ich weiß nicht mehr genau, das ist nicht so lange her, da haben sie die erste Viertelstunde ein brutal gutes Pressing hingelegt, wo der Gegner auch, das war keine Eiertruppe, wo die überhaupt nicht wussten, was überhaupt los ist. Sie sind in jeden Zweikampf gekommen, haben alle zugestellt. Aber jetzt gegen Leverkusen, ich habe jetzt hier keine Tafel, leider müssen wir sprechen und können nicht zeichnen oder was zeigen. Die Laufwege, wie die da vorne angegriffen sind, das ist ein Witz.
ein Pressing nützt nur, wenn alle mitmachen. Ja? Wenn der Erste draufläuft und die anderen kommen gemütlich im Trab auf die Außenposition, ja, ja, dann wirst du da nie einen Erfolg haben. Liebe Grüße an diesen hochtalentierten Rafael Guerrero. So, der in der Offensive wahnsinnig antizipieren kann, der wirklich ganz tolle, spontane, überraschende Dinge kann. Aber aus dem machst du auch keinen Kämpfer mehr. Das steckt nicht in seiner Persönlichkeit, das steckt nicht in seiner DNA. Ja, und da haben wir aber auch einige, wo es nicht in der DNA steckt. Und das ist ja genau das Problem. Also auf der einen Seite formulierst du keine Vorwürfe, aber auf der anderen Seite, genau, ist es dann eine Frage. Nein, Moment, doch, ich werfe schon vor. Also ja. ich sage nur, es gibt Erklärungen. Ja. Was ich vorwerfe ist, ich sag mal so, Marco Rose wird ja schwer kritisiert im Moment in einigen Gazetten, ja. Ja, Trainer, der muss gucken, was er für einen Kader hat, der kann nicht seinen Stil spielen und ein guter Trainer. Da gehe ich eigentlich voll mit, ja. Ein Trainer, der sagt, ich spiele das System und hat die Truppe nicht, der kann das nicht machen. In diesem Fall lasse ich es aber nicht gelten, weil das Einzige, was Marco Rose verlangt, ist, dass die Jungs sich defensiv vernünftig verhalten. Das ist im Einzelfall ein paar Schritte schneller im richtigen Moment laufen. Das hat nur was mit dem Kopf zu tun. Ne? Ja. Wenn ich jetzt Jungs habe, die nicht dribbeln können und ich sage, ihr müsst mehr 1-gegen-1 Zweikämpfe offensiv gewinnen, ja, dann das kann ich leider auch nicht trainieren. Aber wenn ich den Leuten sage, Leute, pass auf, so und so ist die Situation, ja, und wenn der Erste vorne drauf geht, dann müsst ihr Nachrückenden sofort bei euren Leuten sein, weil sonst kann der sich da vorne, läuft der sich die Füße wund und wir werden nie einen Ball kriegen, ja. Und sie können es ja, das haben sie ja teilweise bewiesen, ja. Und das geht mal eine Viertelstunde und dann ist wieder vorbei. Also das ist das, was ich nicht kapiere. Und da muss man nicht Marco Rose irgendwas vorwerfen, sondern den Spielern. Das ist reine Kopfsache, sage ich. Gegen Ajax richtig auf der Mütze gekriegt, gegen Lissabon auf die Mütze gekriegt, gegen die Bayern auf der Mütze gekriegt, gegen Leverkusen auf der Mütze gekriegt. Also sie haben ja 10 Pflichtspielniederlagen mittlerweile gesammelt in dieser Saison. Ja. Das sind definitiv... St. Pauli hast du vergessen. St. Pauli! Ja gut, daran lachst du jetzt nicht. St. Pauli, na selbstverständlich. Gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist definitiv zu viel. Und insofern, ja, stellt sich ja auch die Frage vielleicht nach dem Kader, da sind wir gleich noch dabei. Bei Marco Rose wollte ich nochmal einmal ganz kurz einhaken, was ist mit dem Thema Wechsel? Also du liegst gegen Leverkusen ganz schnell und vollkommen verdient mit 1-3 zurück. So, und dann hast du da solche, ist nicht als Beleidigung gemeint, Osterhasen rumlaufen wie Thorgan Hazard. Ja. Das ist doch eine Beleidigung. Ist das eine Beleidigung? Bestimmt. Sonst bei mir willst du mal Pieps einsetzen, ey. Ja. Verstehst du? Jetzt ja, aber das ist eine Beleidigung. Ja, ich meine so wie so ein Duracell-Häschen. So, den hast du da rumlaufen und merkst, der ist aber, ey, heute läuft der wieder komplett an dem vorbei. So, und dann lässt den laufen. Irgendwann bringst du dann diesen Tigges, der ja mit dem langen Fuß das Ding noch über die Linie drückst und den Moukoko. So, ich stelle mir doch die Frage, stehen die im Kader, um den Kader aufzufüllen? Oder taugen die was? Wenn die was taugen, bringe ich die zur 46. Minute. Ja gut, du hast ja ein schlechtes Beispiel gegeben. Wie gesagt, Hazard hätte ich direkt nach der Mauernummer hätte ich ihn direkt rausgenommen. Siehste? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, aber gut, das gehört dazu. Das gehört dazu, finde ich, dass der Rose zu lange daran glaubt und an seinem System festhält und an seiner Meinung festhält, sondern dem Motto, ich habe mir das so und so vorgestellt, das funktioniert nicht, aber das hat zu funktionieren. Gut, aber auch Hazard, muss man ja sagen, hat vorne nach vorne auch schon mal, hat der schon Talent. Finde ich schon. Also nach vorne hat er schon ein paar Dinger drauf, der hat ein paar Tore geschossen. Ja, also es ist ja nicht so, dass er jetzt nach vorne hin jetzt gar nichts hat. Ne? Und Moukoko ist ja jetzt auch jetzt kein... Also der ist ja nicht so, dass er bei jeder Einwechslung da 2 Tore schießt. Ja? Ja. Junger Bursche. Ja, das stimmt schon. Das stimmt übrigens, wo der Berater sagt, der wüsste noch nicht. Ne, müsste mir eingehen. War das der? Ja, ja. Was ich mir auch vom Kopf, aber gut, das darfst du ja gar nicht kommentieren. Also, aber nichtsdestotrotz sind wir doch wieder an dem Punkt. Entweder finden wir uns jetzt damit ab, dass Borussia Dortmund die Ansprüche zurückschraubt und sagt, ach komm, dann ist es halt so. Und dann werden wir wieder Zweiter. Wir kommen ja sicher in die Champions League. Und natürlich nicht. Ja, oder du musst sagen, ja komm, also dann müssen wir ja schon wieder den Kader umkrempeln. Also du bist ja seit Klopp, bist du ja im kontinuierlichen Umbruch.
Ja, aber es ist natürlich, das ist natürlich das Grundproblem, dass der BVB eben nicht wie Bayern sich irgendwelche fertigen Stars holt oder eben Leute drin hat, die schon da 10 Jahre spielen, ja, die alle auf Top-Niveau spielen. Jadon Sancho, so zack, zwischendurch isst ein goldenes Steak, kommt zu spät zum Training, dann ist er weg. Dembele, dann ist er weg. Ja, also das ist nun mal so, ich habe das öfter Haaland, gesagt, dann ist er weg. Ist mir alle Bellingham, ist mir alle mal lieber, als plötzlich 1,3 Milliarden Schulden zu haben. Mhm. Ja, aber dieses Identifizieren mit der BVB-DNA und kämpfen, fighten, ja, Grashalme fressen. Die Zeiten mit der DNA, die Zeiten sind Wappenküssen. Ja, darf nur Reus. Wappenküssen, darf nur Reus. Ja. So, aber wir sind schon wieder im Thema Umbruch. Aber ja, ich meine, der BVB ist ja zwangsläufig immer im Umbruch, weil genau die absoluten Top-Leute, die werden gehen. Ja, und das vor allem muss sie verkaufen auch, weil dann Leute natürlich eine Riesenkohle haben. Und der BVB hat das, aber das muss man ja den Führungskräften, ja, Manager, Michael Zorc, okay, wie noch Watzke, wie auch immer, hoch anrechnen, dass sie immer wieder Leute rauszaubern, deren Namen ich noch nie gehört habe in meinem Niklas Leben vorher. Süle, hab ich schon gehört. Na, also da sprechen wir jetzt gleich drüber. Ja, klar. Also das muss man den Führungsleuten da hoch anrechnen, dass sie immer wieder es schaffen, ja. Und es wird sich nicht verhindern lassen. Ja, ich weiß, ich bin Romantiker. Ich würde gerne, dass die Hälfte der Mannschaft sich da die Trikots küsst, die das Wappen küssen können, aber es wird nicht mehr kommen. Ja, man muss sich halt mit abfinden. Ja? Und dann muss man auch sagen, dann freue ich mich halt drüber über die Entwicklung. Ja? Jude Bellingham jetzt zum Beispiel oder auch andere, die da jetzt echt einen Durchmarsch machen. Ja, dann sind sie halt irgendwann weg, aber dann kommen wieder neue. Bis jetzt muss man ja sagen, hat es immer wieder Überraschungen gegeben. Aber um jetzt nochmal das Thema jetzt für die Saison vielleicht jetzt mal zur Seite zu legen. In diesem Fall, nein, es liegt, finde ich, nicht an Marco Rose. Ne? Was er vorhat zu spielen, finde ich absolut okay. Es fehlt in der Mannschaft an einem richtig defensiven, vernünftigen Sechser. Mhm. Ja? Delaney hin oder her, du hast recht. Ne? Aber so ein Typspieler muss sicherlich auch irgendwie wieder auf der Position spielen, ne? Ja. Aber dann kann sich Rose jetzt ja nicht herzaubern. Er kann ja nicht deswegen, weil wir jetzt keinen haben oder weil er keinen hat, kann er jetzt nicht plötzlich mit 11 Mann um 16er stellen. Ja? Das will ja auch keiner sehen. Er hätte ihn ja behalten können. Ja, weiß ich nicht, ob er nicht behalten wollte. Egal. Also auf jeden Fall fehlt dir da einer. Und hinten, ja, der tut mir leid, der ist halt das Gleiche. Ne? Jetzt ja, Sagadou die Qualität nicht. Pongracic, den haben wir schon abgeschrieben. Ja. Ja, auf den Seiten hast du sowieso deine Probleme. Ja, da ist Meunier besser geworden. Meunier ist deutlich besser geworden, hat aber auch muskuläre Probleme. So, und Guerreiro arbeitet zu wenig defensiv. Und dann kommst du auf 36 Gegentore. Ja. Ja, und das ist halt einfach schlichtweg zu viel. Also das Problem liegt auf der Hand. Mhm. Zum einen Defensivarbeit der gesamten Mannschaft, ja, da sind die Spieler jetzt gefragt und das kann man leisten. Das ist eine Kopffrage und eine Willensfrage. Und dann gibt es halt tatsächlich eben Probleme im Kader, aber die kann der Trainer nicht rausbügeln, das ist nun mal so. Da muss man sich jetzt verändern. Und jetzt kommen wir zum Thema. Niklas Süle oder Union Berlin? Lass uns erst das Süle. Ja, von mir aus machen wir erst Niklas Süle. Ja, oder willst du erst Union Berlin? Mir ja, ich überlege gerade, ob wir das schnell abhandeln können, weil wir können auch schnell abhandeln und sagen, wird aber schwierig. Ja, bei wird Union. Union wird ganz schwierig. So, Försterei. Ja, also das ist ja echt, und jetzt sind noch Zuschauer dabei wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, selbstverständlich. Das kommt noch dazu. Ja. Also Hut ab vor dieser Union-Truppe, ne? Ja. Muss man sagen. Also finde ich die Überraschungsmannschaft der Saison, ne? Nachdem man ja nur letztes Jahr dachte noch, zweite Jahr und so, Zufall. Ne? Ja, ist kein Zufall. Und da muss man ja sehen, wie die auch klarkommen. Ne? Die haben ja auch Verluste da. Ne? Jetzt Andrich, überleg mal, der uns ja jetzt den Freischuss da reingeschnubbelt hat. Ne? Den haben sie im Sommer abgegeben. Ja. Jetzt haben sie den Marvin Friedrich noch abgegeben. Jetzt haben sie den Max Kruse abgegeben. Ja. Gut, haben sie jetzt noch gleich 2-0 in Augsburg verloren letzte Woche, aber die stehen auf dem Champions-League-Platz. Ja. Unfassbar, mit so einer Mannschaft. Ja. Also das muss man ja sagen, ey, echt Hut ab. So, und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen die Statistik an. Die ist ja überschaubar gegen Union Berlin. Mhm. Ja, da sieht es aber super aus für den BVB. Mhm. Heimspiel alle gewonnen, die drei, ne? Wer? Mhm. Ja. Union? Der BVB alle drei Heimspiele. Achso, Heimspiele. Ja, gegen Union Berlin gewonnen, ja. Aber auswärts. Beide verloren. Na, siehst du. Sang und klanglos. Läuft. Das sieht nicht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Aber es wird ja nichts ändern, weil Borussia Dortmund wird sich ja trotzdem irgendwie dann in die Champions League bewegen. Ich hoffe es. Ja. Ja, da wäre jetzt ein Sieg, wäre jetzt echt super gewesen. Dann hätten sie jetzt 13 Mal. Ja, gut. Nein, gut. Also es wird ein ganz schweres Spiel. Ja. Und wie gesagt, man muss den Hut ziehen, wie Union Berlin
die Sachen so wegsteckt. Wobei, muss man ja auch sagen, letzte Woche 2-0 in Augsburg verloren, ja, auch sang- und klanglos. Ja. Ne? Das mit dem Wechsel von Max Kruse zusammen kann sein. Ne? Das Theater die ganze Woche vielleicht, weiß man nicht. Vielleicht war es zu viel Gesprächsstoff und die Konzentration aufs Spiel hat gelitten. Vielleicht war man sich auch zu sicher, gegen Augsburg zu gewinnen. Guck mal. Aber auf jeden Fall, ja, vierter Platz, ne? Und nicht so weit weg. Und das kommt auch noch dazu. Mhm. Die sind in der Heimtabelle. Mhm. Stehen die auch gut da, ne? Die haben ein Spiel weniger als Borussia, also haben nur 10 Spiele. Ja. Und BVB ist Heimtabelle, glaube ich, zweiter mit Bayern mit 27 Punkten und Union hat 21 Punkte, ein Spiel weniger. Das heißt, wenn sie gewinnen würden, 24, sind also fast auf Augenhöhe mit BVB. Also die Heimstärke von Union ist da, ja. Die haben die Spiele gegen BVB zu Hause alle gewonnen, ja, das wird ein schöner Spaß werden. Aber damit es in der Zukunft weniger Gegentore gibt, hat der BVB auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat Niklas Süle verpflichtet. So, und jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, ist das die richtige Entscheidung? Ablösefrei vom FC Bayern München. Gehen die Bayern damit auch vernünftig um? Indem sie ja jetzt, dann ist es halt so und verschlechtert sich und wollte zu viel Geld und. Jetzt erklär mir mal deine Frage. Ist das die richtige Entscheidung? Entscheidung des BVB? Ja, also kann ja auch sagen, das kann ja auch sein, dass du sagst, also Niklas Süle, der ist dir, weiß ich nicht, der passt dir nicht. Ja, aber wie kommst du auf die Idee, diese Frage zu stellen? Hast du Zweifel an ihm, oder? Nein, ich habe überhaupt gar keine Zweifel an ihm. Er ist schnell, er ist groß, er ist robust, er ist ablösefrei. Also spricht erstmal schon eine ganze Menge für Niklas Süle. Also Hut ab, muss man wieder sagen, vor der BVB-Führung, den Transfer gemacht haben. Und, das muss man auch sagen, Hut ab von Niklas Süle. Denn ich glaube tatsächlich, also das kann mir nicht vorstellen, dass das Poker ist, weil dafür ist er schon wieder zu gut, dass er nicht für mehr Geld irgendwo im Ausland hätte spielen können. Und ich glaube ihm aufs Wort, wenn er sagt, dass erstmal, dass das Gespräch, dass die offiziellen, keine Ahnung, wer dann beteiligt war, logischerweise Zorc, Watzke, Kehl vermutlich, ja. Dass ihm das Gefühl gegeben haben, dass er hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist ja schon mal allein das. Mhm. Das ist ja heute eigentlich nie, oder? Dass ein Spieler sagt, ich gehe dahin, ich verzichte auf Geld und gehe dahin, weil ich eine wichtige Rolle spielen kann, eine andere vielleicht als bei Bayern, wo ich nicht so, wo mir die Wertschätzung zu niedrig war. Wertschätzung. Und die Wertschätzung sich nicht, die Wertschätzung sich nicht in Euros ausdrückt, ja, sondern in der Art und Weise, wie man ihm umgeht. Er hat natürlich logischerweise in so einer Megatruppe, da wird er nicht die erste Rolle spielen, muss man ehrlich sagen. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ja, um Gottes Willen. Also es ist nicht umsonst Nationalverteidiger. Er hat bei Bayern alle Spiele, glaube ich, oder 19 Spiele die Saison gemacht. Er hat super Werte, Zweikampf, Kopfball insbesondere. Aber er hat natürlich auch hier und da Probleme. Er ist natürlich auch ein Riese, auch schwer. Hat das gleiche Problem wie ich damals. Ne? Also gegen Kleine unten im Zweikampf gibt es ein paar Probleme. Aber jetzt nicht so wie, ich sag mal, dann Axel Zagadou, um so ein Beispiel zu nennen. Der Junge hat Titel gewonnen, der weiß, wie es geht, der hat Ruhe, der hat Selbstvertrauen, ja, und der ist jetzt in dem besten Fußballalter und man kann es sich nur so erklären, diesen Wechsel dann, ja, wenn es ihm darum geht, Wertschätzung zu haben, dass er einfach auch, vielleicht mal so Führungsqualitäten entwickeln möchte, dass er in der Mannschaft mal ein bisschen was zu sagen haben will. Und das ist natürlich wichtig, wenn du so einen Spieler hast, der sich das auf die Fahne geschrieben hat. Und nicht die Dollarzeichen, beziehungsweise die Eurozeichen in den Augen hat. Ne? Also das finde ich immer grundsätzlich schon mal super. Und dass dieser Transfer, und dann noch ablösefrei. Ne? Man zahlt ja heute selbst für recht durchschnittliche Abwehrspieler ja schon teilweise unglaubliche Ablösesummen, ja, wenn man die dann wegholen will. Ne? Und wenn du so einen wie Süle ohne Ablöse kriegst, klar, wird diese Handgeld kriegen, logischerweise. Er verdient natürlich auch gut, aber eben nicht so viel, wie er hätte verdienen können. Ja, dann ist das ein super Deal, ja, ohne Wenn und Aber. Ist er denn auch einer, der, dafür kenne ich ihn natürlich zu wenig,
der auch mal laut werden kann? Also zumindest mal die Art und Weise zu spielen. Ja. Ne? Da bringt er auch was mit zum Ausdruck. Du musst ja nicht immer nur große Fresse haben auf dem Feld. Ne? Du musst auch wirken. Genau. So, ja? Du musst auch wirken. Und er wirkt durchaus. Mhm. Ne? Der haut auch schon mal dazwischen. Er hat auch Szenen manchmal, klar, wenn es eng wird in 16er und so, dann ist halt beim Drehen schwer. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Da siehst du halt auch manchmal ein bisschen doof aus, aber in der Mehrzahl der Fälle sieht er gut aus. Ja. Und das ist eben die unfassbare Kopfballstärke, auch in der Zweikampfquote ist er top. Ja. Also nochmal mit der Erfahrung, er schlägt unheimlich gute, lange Pässe und haut auch mal ein paar Dinger rein zwischendurch. Also da passt schon ganz viel zusammen. Also nochmal, es gibt keine Diskussion, dass er eine Verstärkung für diese Mannschaft ist und genau auf einer Position, die absolut wichtig ist. Das heißt, er wird möglicherweise zum kommenden Abwehrchef beim BVB herangezogen. Also sprich, Mats Hummels hat noch ein Jährchen Vertrag. Ich habe jetzt gelesen irgendwo, verdrängt er wieder Hummels. Habe ich auch gelesen. Ja, natürlich wird er ihn verdrängen, weil Hummels wird irgendwann aufhören zu spielen. Er ist schon 33. Genau, also Mats Hummels hat jetzt noch ein Jahr. Und Süle kommt dazu. Akanji wechselt möglicherweise. Wenn sich das habe ich natürlich auch mit Überraschung gelesen. Ja, das war mir gar nicht so präsent. Ich hatte natürlich jetzt die Hoffnung, diese drei da hinten vor mir zu sehen. Ja, Akanji, Hummels. Ja. Und Süle, dann hast du natürlich einige Optionen und wir wissen ja, dass sowohl Akanji und auch Hummels noch nicht so viele Spiele haben wie Süle. Ne? Also sind hier und da verletzungsanfällig, Hummels natürlich noch ein Stück mehr, der wird nicht jünger. Ja. Also wenn die alle drei blieben, wäre das eigentlich das Optimum. Das wäre wirklich super, dann könntest du, wenn die alle fit sind und es läuft, kannst du mit denen sogar hinten mit einer Dreierkette spielen. Ja? Dann hast du da deine beiden Außenverteidiger, die vielleicht defensiv nicht ganz so stark sind, das ist ja nicht ganz so wichtig. Mhm. Ja, dann hast du da hinten drei drin, wo auch einer vielleicht dann mal noch ein bisschen vorrücken kann, ja, und auch den Sechser verstärken und so. Also da hättest du unendliche Möglichkeiten. Wenn ich natürlich jetzt wieder höre, dass Akanji auch schon wieder wechselt, dann hast du natürlich das gleiche Problem wie jetzt, hast du dann nächstes Jahr wieder. Das heißt, wenn dann der Süle kommt, dann spielt er zusammen mit Mats Hummels und dem BVB im Supercup. Dann gegen den FC Bayern München und zwar in Saudi-Arabien. Eine super Idee. Jetzt haben wir mal einen ganz harten Themenschnitt hier. Ja, super Idee von Frau Hopfen. Ey. Ja, Donata Hopfen. Also man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen und falls ihr Donata Hopfen noch nicht kennen solltet, das ist ja die neue Chefin der DFL. So, 15 Jahre bei Axel Springer war sie und war dann auch noch CEO und CCO und keine Ahnung was bei anderen Unternehmen und ist jetzt die mächtigste Frau in der Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga. Und sie hat quasi gesagt, für sie gibt es im Fußball keine heiligen Kühe. Und ist dann provokant gefragt worden vom Spiegel, ob sie sich denn dann beispielsweise auch vorstellen könnte, dass man mal einen Supercup in Saudi-Arabien austrägt, so wie die Spanier das ja auch mal machen. Denen ist ja auch nichts fies, ne? Den Spaniern. Die haben ja auch viel Schulden, ne? Ja, und dann hat sie gesagt, man dürfe nichts ausschließen. Also sie betont dann im Nachhinein, dass sie nicht gesagt hat, sie würde das auf jeden Fall, ne? Aber man dürfe das nicht ausschließen. So. Also ich habe alles, was ich von Frau Hopfen gehört habe, irritiert mich ein bisschen. Das Ende der Fußballromantik, ja. Man muss gucken, wo es Kohle gibt. Ja, muss man in Klartext auszudrücken. Das Deckeln der Spielergehälter, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, im Prinzip würde ich ihr recht geben und sagen, ja, sicherlich, da kann man mal eigentlich bei denen jetzt, das nimmt ja so ausufernde Form ab, verschiedene Vereine verschulden sich massiv, aber wenn du das für die Bundesliga durchziehen willst, was gar nicht geht, ja, ich glaube, rein rechtlich wird das schon schwierig, aber mal abgesehen davon gibt es immer Möglichkeiten, irgendwie Kohle dem Spieler zukommen zu lassen. Ja, das ist die Idee alleine ist schon mal, das ist wie die Impfpflicht, so ungefähr. Ja, ist zwar schön, aber wird schwer durchzusetzen zu sein, ne? Weil es einfach, wie willst du das kontrollieren? Das ist also, mal abgesehen davon würde natürlich die Bundesliga dann zurück in die Steinzeit geschossen gegenüber den Franzosen und Engländern und so weiter, wo die ganzen Scheichs da investieren oder wer auch alles. Also ist für mich überhaupt nicht, wie gesagt, im Prinzip, wenn das weltweit gelte, wäre schön oder könnte man echt nachvollziehen, aber nicht durchsetzbar. So, und dann, man müsste was für die Fans tun und als zweiter Satz kommt dann ein schönes Supercup-Endspiel in Saudi-Arabien. Herzlichen Glückwunsch.
sind so die Scheichs. Die Scheichs würden doch wahrscheinlich also jedem Club noch diverse Flieger voll machen und die Fans kostenlos einladen. Genau, Kohle wird's, ne? Kohle für die Vereine wird's geben, ja. Wenn die Kohle ist, zählt ja fast eh nur noch. Ich meine, es ist nun mal so, ja, das will ich jetzt gar nicht bemängeln, das ist nun mal in unserer Zeit so. Aber das jetzt auch noch dann lieber derartig massieren, weiß ich nicht. Okay, dann lieber die Playoffs in der Bundesliga, ne? Ja. Auch so eine schöne Idee. Gut. In Belgien gibt es das schon. Das heißt, da wird die ganz normale Saison gespielt. Und das kennen wir ja auch aus anderen Sportarten. Also Final Four aus, und so weiter und so fort. Und dann wird die, wenn die Saison dann rum ist, dann guckt man sich die Tabelle an, nimmt die ersten vier Vereine, halbiert die Punkte und rundet noch auf. Und dann spielt jeder gegen jeden. Ja, da würden ja dann nur drei spielen. Weil die Bayern hätten meistens so viel Vorsprung, dass sie schon vor den Playoffs Meister werden. Ach so, klar. Weil wenn die mit 20 Punkten Vorsprung, dann würden die ja immerhin mit 10 Punkten. Dann würden die noch ein Spiel machen, gewinnen und dann würden sie sagen, so, jetzt fahren wir mal schön in den Sommerurlaub. Also ist natürlich jetzt herzhaft gemeint. Gut, aber solange die Dominanz der Bayern so groß ist. Meinst du deswegen ist es den Bayern momentan so herzlich egal, dass sie sich denken, ja mach doch, mach doch. Eine weitere Einnahmequelle für uns ändert aber nichts an unserer Dominanz. Nein, also ich, keine Ahnung, also ich da würde ich mir jetzt auch ein Urteil jetzt, weiß ich nicht, kann ich mir erlauben, es ist ja wie du sagst, in vielen Sportarten praktiziert, da sind sie offensichtlich mit zufrieden, sonst würden sie es ja wieder ändern. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht bringt, da hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, ohne mich da näher ins Thema reinzubeißen, hätte ich jetzt keine Präferenzen irgendwie, ne? Also, aber irgendwas dann zu probieren, um es dann ein Jahr später wieder abzuschaffen, ist natürlich auch Käse, ne? Ist auch doof. Also, da muss man schon irgendwie schlagkräftige Argumente für haben, ne? Ja, wie ist das denn mit dem Abstieg dann? Dass der Relegation so bleibt. Aber ich überlege gerade, ich hatte gerade die Idee, wenn wir die Bayern mit Minuspunkten grundsätzlich starten. Das ist gut. Also Playoffs nur mit Minuspunkten für die Bayern. Mal gucken, ob Herr Kahn das dann immer noch. Das wäre zum Beispiel halbieren der Punkte minus der Anzahl der gewonnenen Spiele. Ja, irgendwie sowas. Da hätte man die Bayern schon wieder so ein bisschen weiter runtergeholt. Herr Kahn hat im Übrigen. Obwohl, ich glaube, die würden protestiert. Jetzt wollte ich noch eine Boulevardgeschichte erzählen, habe ich gesehen. Herr Kahn hat übrigens momentan keinen Führerschein. Hab ich auch gesehen. Ja, hast du auch gelesen. Warum eigentlich? Ich habe nur das Foto gesehen. Ja. Naja. Ist auch nicht so wichtig. So, mal tippst du noch? Der BVB bei Union Berlin? Kommst du wieder mit deinem 3-1 oder was? Nee, diesmal nicht. Nee? 2-1? Also ehrlich, ganz, nee. Unentschieden? Ja. Ehrlich? Ja. Mhm. Ehrlich, ganz ehrlich. Also 5-5 oder was? Es fallen natürlich wieder Tore auf der Seite des BVBs. 5-5, wäre natürlich dann am Ende schön für die Zuschauer. Ich tippe auf ein 2-2. Aber, Mathis. Aber in der Hoffnung natürlich, dass mein Tipp nicht in Erfüllung geht. Dass er nicht wahr wird. Ist ja logisch. Ich wünsche natürlich, dass die Jungs gewinnen. Aber bei den Schwierigkeiten bei Union Berlin letzten Jahre und der jetzigen Situation, Union hat ja auch einen kleinen Rückschlag. Aber das ist ja egal, die sind ja eh über allem, was sie sich erwartet haben. Also ich tippe 2-2. Du tippst 2-2. Was ist was mit dir? Der Auswärtssieg für den BVB, Punkt, aus. Ja, muss mal. Ja. 3-0. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn du recht hättest. Nein, ist auch. Ja, ich würde zu null bei Union Berlin. Die Trendwende beim BVB. Ihr könnt natürlich auch tippen. Tut das gerne unter www.docom21.de bei unserem Tippspielpartner. Da könnt ihr nämlich Woche für Woche echt tolle Preise gewinnen. So, mein Lieber, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. 43 Minuten und 40 Sekunden. Echt? Doppelt so lang fast wie beim letzten Mal. Aber auch, muss man auch, habe ich mich eigentlich entschuldigt vorhin? Oder habe ich nur gesagt, was der Grund war? Nee, du hast dich auch entschuldigt. Habe ich gesagt, also nochmal, es tut mir von Herzen leid, wirklich, weil das war nicht beabsichtigt. Und du sag eben, wenn es nicht stimmt, ich hatte so viel Zettel und Notizen gemacht, weil es gab ja so viel zu berichten. Ja, und ich habe einfach einen Deckel drauf gemacht, weil ich gesagt habe, also mein lieber Michael, ich habe jetzt gleich du konntest ja nichts dafür, du hattest ja nur diese, also nochmal, entschuldige dich, die letzte Woche, wir haben es diesmal hoffentlich wieder gut gemacht oder wettgemacht, nicht gut gemacht, wieder wettgemacht. Ja. Und das soll jetzt auf jeden Fall auch so bleiben. Ja. Das bleibt so, definitiv. Also, macht euch ein hübsches Wochenende mit allen Fußballthemen dieser Welt und schaut mal, was der BVB bei Union Berlin so anstellt. In der kommenden Woche gibt's dann das Duell gegen Borussia Mönchengladbach.
Oh, hoffentlich wird das kein Krisengipfel. Boah, nein. Für den Rose gegen den Hütter und der Hütter. Ja, tut mir beide ein bisschen leid. Ich mag Marco Rose sehr gerne. Die Hütter kenne ich auch vom Skilaufen so ein bisschen, haben wir kennengelernt. Also auch ein super Typ. Also eigentlich zwei Typen, weißt du, die man im Grunde einfach gerne hat in dieser Szene. Weißt du, die irgendwie ein bisschen was anderes darstellen. Du sprichst es aus, Typen. Ja. Ja. Und wir beiden Typen, wir machen jetzt Feierabend. Ja, gut, da kann man auch geteilter Meinung sein. Ja. So machen wir es. 45 Minuten sind rum. Ja, macht's besser und kommentiert fleißig und eifrig über unseren YouTube-Kanal. Ihr seht es nach wie vor. Michael liest es mittlerweile auch. Ja. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo wir es endlich hinkriegen. Ja. Das geplante. Ja, dass wir euch auch mal anfunken und mitnehmen. Genau. Wir arbeiten dran. Ja. Bleibt sauber. Bis dahin. Alles Gute. Und ciao. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?